Hi Leute, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, ihr habt ja heute dann schon dieses Third Age Video gesehen, in dem die Zwerge und die Elben, also die Wüstenwald-Elben, sich den Krieg erklärt haben. Da habe ich ja euch gefragt, was haltet ihr denn davon? Also ich habe gesagt, ich finde es ziemlich beschissen. Ja, und ganz ehrlich, das liegt ein bisschen auch an dieser Submod und langsam aber sicher habe ich darauf keine Lust mehr. Wenn Run die Zwerge angreift und die Zwerge nichts Besseres zu tun haben, als die Düsterwald-Elben anzugreifen, dann kriege ich es kotzen, gell? Weil wir haben genug zu tun mit Run und das nervt mich einfach, wenn dann sowas passiert, gell? Also ich finde es sehr, sehr unnötig und ich bin momentan so ein bisschen auf dem Tiefpunkt, was das Let's Play angeht, weil ich das einfach scheiße finde, dass die sich jetzt einen Krieg erklären, obwohl wir da hinten gegen, keine Ahnung, tausende Armeen Runen kämpfen müssen. Und ja, deswegen werde ich dieses Projekt wahrscheinlich jetzt erstmal beenden. Ich weiß nicht, ob ich es ganz beende, vielleicht komme ich irgendwann nochmal dazu, aber jetzt erstmal wird es jetzt mal pausiert, beendet, wie auch immer, sucht euch was raus, weil mich das einfach ankotzt. Wir müssen gegen so viele Armeen von Runen kämpfen, das ist erstmal das Schlimme, die sind einfach viel zu stark. Das ist das Erste. Und das Zweite ist einfach, dass die Zwerge jetzt die Elben angreifen, das ist einfach sowas von dumm, aber gegen Runen verkacken sie gerade, das ist einfach bescheuert, sowas. Und das regt mich auch auf. Beim nächsten Third Age Let's Play wird es auch ohne diese Submod gespielt, ohne Divide and Conquer, sondern wieder mit MOS. Die hat mir sowieso insgesamt besser gefallen. Da waren die Gebiete nicht so riesig. Gab zwar ein bisschen weniger Länder, aber ganz ehrlich, was soll's? Ja, dafür waren die Gebiete teilweise nicht so riesig zwischen den einzelnen Städten. Und so weiter. Und dann passieren da auch nicht solche Sachen, dass sich die guten Völker gegenseitig den Krieg erklären. Das ist nämlich absoluter Schwachsinn. Ich habe mir ja schon mal sowas überlegt, ob ich mal als Mordor spielen soll oder so. Und dann halt einfach allen Ländern nach und nach den Krieg erklären soll, selbst den Bösen. Irgendwann mal die Bösen angreifen soll. Das würde ja wenigstens Sinn machen. Aber jetzt halt so die Guten untereinander, das macht halt einfach absolut keinen Sinn, ja. Und deswegen hoffe ich, dass er das versteht. Ich kann noch zwei Sachen schon sagen. Es wird jetzt, oder drei Sachen, es wird jetzt heute. Hat es wahrscheinlich schon angefangen, wenn ihr das hier seht, mit American Civil War, Total War für Empire Total War, eine amerikanische Bürgerkriegsmod. Das ist das Erste. Das Zweite, ich werde jetzt gleich mal noch, oder in den Beschreibungen von mir zumindest bisher, sind die, wie heißen sie noch gleich, ist der Link zu unserem Forum, da könnt ihr gerne mitmachen, das würde mich sehr freuen. Und dann bei den anderen wahrscheinlich auch demnächst, und ich werde es auch nochmal in die Beschreibung posten. Nicht nur in die Beschreibung, sondern in die Kommentare, meine ich. Und ansonsten habt ihr vielleicht gehört, dass ich ein neues Mikro, also nee, ein neues Mikro habe ich nicht, aber ich habe eine neue Soundkarte. Ich hoffe, das passt. Ich bin da noch ein bisschen am Rumprobieren, Rumspielen mit. Ja. Das wird jetzt ein bisschen noch brauchen, bis das wahrscheinlich wieder passt. Aber ich hoffe, dass es euch gefällt soweit. Und dann bin ich momentan noch am Überlegen, was ich als zweites Projekt neben American Civil War machen soll. Ich habe mir gestern Warlock 2 The Exiled gekauft und muss mal schauen, vielleicht gibt es das dann irgendwann mal. Aber da muss ich noch ein bisschen reinkommen oder ich mache es vielleicht gleich. Das weiß ich noch nicht. Ich probiere es jetzt erstmal noch ein bisschen aus. Ihr könnt ja gerne auch eure Vorschläge hier reinschreiben unter das Video, was ihr denn so gerne hättet. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis mit mir. Ciao, Leute!